Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, Wissenschaft und Kunst stehen in Bayern in voller Blüte. Das muss hervorgehoben und darf auch ausdrücklich gelobt werden. Die bunte Vielfalt an Möglichkeiten, die den Studenten an den bayerischen Universitäten, den Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen geboten wird, ist ein einzigartiges Erfolgsrezept und verdient es, weiter ausgebaut zu werden. Wie ich bereits in meiner Rede zum Hochschulstaatsvertrag ausgeführt hatte, werden in Bayern zwar dringend benötigte Studienplätze im Bereich Medizin geschaffen. Das muss man einräumen. Hier sollten aber die Anstrengungen noch weiter intensiviert werden. Auch im Bereich der Kunst bietet Bayern einen bunten Strauß an Projekten und international anerkannten Kulturinstitutionen, wie zum Beispiel die Villa Concordia in Bamberg oder die Bayerische Staatsoper hier in München. Dennoch verbergen sich im Haushalt für Wissenschaft und Kunst auch blütenlose Wassertriebe. Ich möchte hier einen herausgreifen. Die Alternative für Deutschland greift mit ihrem Antrag, die Zeitschrift Aviso einzustellen, ein kleines, unscheinbares und vor allem aber auch ungelesenes Mauerblümchen heraus und greift damit zugleich eine Forderung der Freien Wähler auf. Denn diese verlangten bereits in den vergangenen Haushaltsberatungen eine Einstellung dieser bemerkenswerten Publikation. Schon vor uns sind also in diesem Haus ablehnende Stimmen gegenüber dieser Publikation laut geworden, sodass wir heute eine entsprechende Unterstützung von den Freien Wählern erwarten dürfen. Es wäre schon eigenartig, wenn die Kritik der Freien Wähler nun plötzlich verstummt wäre. Diese Zeitschrift Aviso wird vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst herausgegeben und erscheint viermal im Jahr. Wie man im Impressum, hören Sie doch mal zu, Sie können auch sich zu einer Zwischenbemerkung melden. Wie man im Impressum nachlesen kann, können die kostenlosen Ausgaben an bayerischen Hochschulen oder an einem staatlichen Theater oder Museum abgeholt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, diese wertvolle Publikation über den Bestellservice der bayerischen Staatsregierung zu beziehen. Und das sind im Zeitalter der Digitalisierung und des Internets wirklich geniale Vertriebswege aus dem letzten Jahrtausend. Natürlich, der Abgeordnete erhält diese Zeitschrift ab und an auch zugeschickt. Ob er sie dann auch liest, dann würde er auf interessante Inhalte stoßen. Die letzte Ausgabe etwa widmete sich unter dem Titel Frauen, gleiche Chancen, andere Möglichkeiten, der Bevorzugung von Frauen in Wissenschaft und Kunst unter dem Deckmantel der Geschlechtergerechtigkeit. Der geneigte Leser fragt sich natürlich gespannt, wenn es schon so gerecht zugeht, wann gibt es dann ein Heft über benachteiligte Männer im Zeitalter der Frauenförderung? Ist das nächste Heft dann endlich dem Gender-Sternchen gewidmet? Die meisten innerhalb und außerhalb dieses Hauses werden diese Ausgabe wohl kaum erwarten können. Die Welt, so bunt und vielfältig ist, liegen die Themen jetzt. Hören Sie doch zu. Ja, es ist ein Bereich Wissenschaft und Kunst. Es ist in Ihrem Haushalt drin. Es geht hier nur um eine Summe um 65.000 Euro. Aber auch dieses Geld kann wesentlich sinnvoller eingesetzt werden. Weitere wichtige Themen haben es ja auch schon in das Heft geschafft. So wurde in der Ausgabe zum Reformationsjubiläum Glauben und Glauben lassen der Islam mit einem eigenen Kapitel gewürdigt mit dem Titel In gedeihlicher Zusammenarbeit auf dem Weg der Islam in Bayern. Allein es fehlte wahrscheinlich aus Platzgründen oder möglicherweise aus einem Mangel an Mut zur Wahrheit, das nicht ganz unwichtige Thema der Scharia, das untrennbar mit dem Islam verbunden ist. Allerdings wundert es mich nicht, dass sich ein Heft auch mit der spannenden Frage beschäftigte, wo ist die Zukunft geblieben? Im dritten Quartal 2017 kündigte man dann schon den Migrationspakt an und stellte ein ganzes Heft unter das Motto Afrika in Bayern. Damit wurde die wichtige Frage angesprochen, die auch viele, viele Menschen, die schon länger hier leben, sehr beschäftigt, nämlich ob Bayern wirklich groß genug ist, dass es ganz Afrika aufnehmen kann. Liebe Kollegen, ich will durchaus anerkennen, dass die Themen oft sehr interessant und in einzelnen Artikeln auch vielfach sehr gut beschrieben sind. Ebenso halte ich das Erscheinungsbild für sehr ansprechend. Dennoch sei die Frage gestattet. Ja, lassen Sie mich doch einen Punkt aus dem Haushalt aufgreifen. Sie lehnen doch sowieso alles ab, was wir machen. Jetzt haben wir hier etwas ganz Kleines. Es geht um eine kleine Summe. Und da können Sie doch dann mal mitarbeiten. Das wäre doch schön.
Trotzdem müssen wir uns eben die Frage stellen, warum sich der Freistaat Bayern eine Publikation leistet, die auf dem freien Markt ebenso erscheinen könnte und durch eine privatrechtliche Herausgeberschaft auch besser vermarktet werden würde. Der Staat fördert bereits in beeindruckender Weise hier in Bayern Wissenschaft und Kunst und Kultur in Bayern. Und sind denn die Ergebnisse der bayerischen Kulturpolitik nicht ausreichend sichtbar geworden? Brauchen wir jetzt hier noch ein zusätzliches Presseorgan, das allein der Selbstbespielung und der Nabelschau dient? Schließlich wird durch die geringe Verbreitung des Hefts ja fast kein Publikum außerhalb dieser Filterblase dort erreicht. Wir denken, dass man auch diese geringe Summe, um die es hier geht, 65.000 Euro, nicht gering schätzen sollte. Man kann das Geld eben für was Sinnvolleres eingeben. Durch die Reduktion von überdimensionierten Fachveröffentlichungen, da gibt es auch andere, könnte man zum Beispiel die in unserem weiteren Änderungsantrag geforderte Erhöhung des Förderungsvereins zur Erhaltung des bayerischen Kulturerbes finanzieren. Dieser Verein leistet ganz hervorragende Arbeit. Er übernimmt zum Beispiel brachliegende Grundstücke, denkmalgeschützte Liegenschaften in dauerhaftes Eigentum. Er erstellt Nutzungskonzepte, führt fachgerechte Sanierungen durch und leistet so einen wichtigen Beitrag für Bayerns Zukunft. Grund und Boden hält halt doch länger als ungelesenes Papier. Bitte, liebe Kollegen, unterstützen Sie diese Anträge. Es sind bescheidene Forderungen, aber es sind sinnvolle Forderungen. Vielen Dank.